Hi, das hier, das kennt ihr schon, das ist das Maverick ET732, mein Funkthermometer, was ich jetzt schon seit 3,5 Jahren benutze. Bin ich grundsätzlich auch sehr zufrieden mit, bis auf eben die Reichweite, wenn es durch Wände geht. Da hat es so leider seine Schwächen, aber da habe ich mir jetzt was Feines bestellt, und zwar das hier. Das ist das iCelsius-Thermometer, beziehungsweise das ist das Thermometer und das sind die Temperaturfühler. Habe ich mir bestellt, kostet 99 Euro und benutzt WLAN. Und das packe ich heute mit euch zusammen aus in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! So, dann fangen wir mal an mit dem Auspacken. Ich fange mal mit den Temperaturfühlern an. Also hier in der Packung steht an der Seite drauf Dual Barbecue. Ja, wenn ihr das sehen könnt, Dual Barbecue. Das heißt also, es sind zwei Temperaturfühler drin. Die sind in so einem Päckchen. Und die Temperaturfühler werden mit einem einzigen Stecker angeschlossen. Ja, also beide Fühler. Und dann haben wir hier also das iCelsius selber. Ich kriege mir das mal hier aus der Packung raus. So sieht es aus. Stylisch. Auf der Rückseite steht die MAC-Adresse und ein Key. Den muss ich ja jetzt nicht unbedingt in die Kamera halten. Ich packe das mal gerade aus und dann geht's weiter. So, es ist also nun ausgepackt. Sieht ein bisschen aus wie ein iPod der ersten Generation mit dieser silbernen Rückseite. Hier sind aber noch Folien drauf zum Schutz, auch hier auf dem Display. Ihr habt hier vorne einen USB-Anschluss und den Anschluss für den Sensor, Einschalter und wahrscheinlich das Connect-Teil, um das mit dem WLAN zu verbinden. Also das sieht richtig, richtig klasse aus. Damit ihr das benutzen könnt, müsst ihr natürlich auch irgendwo ablesen. Das könnt ihr mit eurem iPad, iPhone, auch hier mit jedem Android-Telefon machen. Könnt ihr euch eine App kostenlos aus dem App Store runterladen, die glaube ich auch irgendwie iCelsius oder dergleichen heißt. Gehe ich später drauf ein. Was haben wir ansonsten noch? Eine kurze Anleitung, ein bisschen Pappe und was ist das hier? Wahrscheinlich, das USB-Kabel, denn hier drin sind keine Batterien, hier drin ist ein Akku. Das heißt, ihr ladet das also mit dem USB-Kabel auf. So, das iCelsius ist soweit ausgepackt. Ich habe das über Nacht jetzt an das USB-Kabel angeschlossen und habe das dann an einem Handy-Aufladegerät ganz normal aufgeladen. Ist jetzt also voll geladen. Die Folie habe ich immer noch drauf. Eigentlich könnte man die mal runter machen. Also ihr seht, das glänzt genauso wie das iPad. Ja, spiegelt genauso. Wenn ihr das iCelsius ausgepackt habt und zum ersten Mal eingeschaltet habt, leuchtet hier auf diesem WLAN-Indicator eine grüne LED. Die grüne LED bedeutet, es ist im sogenannten Direct Mode. Das heißt, das iCelsius ist sein eigener WLAN-Hotspot. Und da müsst ihr natürlich dann erstmal umswitchen, weil ihr seid ja noch in eurem Heimnetzwerk drin. Das heißt, ihr geht in die WLAN-Einstellungen und da wird dann automatisch auch das iCelsius angezeigt. Damit verbinden wir uns jetzt, sind verbunden und jetzt starten wir die App. So, die App ist gestartet und da seht ihr dann sofort, werden die Temperaturen angezeigt. Und wenn ihr das jetzt eben auf euer Heimnetzwerk ändern wollt, habt ihr hier oben rechts in der Ecke ist so ein WLAN-Zeichen. Und jetzt könnt ihr auswählen, Change Network, Connect to Local Wi-Fi. Dann scannt er nach verfügbaren Netzen, hat natürlich jetzt mein Heimnetzwerk gefunden. Fragt mich jetzt, wie oft soll er denn das überprüfen und senden? Also es muss jetzt nicht sekündlich sein, ich mach mal 2 Sekunden. Und jetzt muss ich mein WLAN-Passwort eingeben. So, jetzt hat er das eben abgeändert und wenn ich jetzt hier rausgehe, bin ich jetzt schon quasi wieder verbunden. Probe connected, 25 Grad. Absolut genial. Finde ich richtig klasse. Ihr könnt also hier umschalten dann zwischen Fahrenheit und Grad Celsius. Ihr könnt hier die verschiedenen Temperaturfühler anwählen. Die könnt ihr auch mit verschiedenen Farben hinterlegen. Ihr könnt Alarme einstellen. Und was ich besonders cool finde, ist, ihr könnt, erstmal werden hier die ganzen WLAN-Sensoren angezeigt. Das heißt, ihr könnt mehrere auch benutzen. Ich hoffe, man kann das im Video einigermaßen sehen.
Und was man auch noch machen kann, ist, es gibt vorgegebene Gartemperaturen. Das heißt, also wenn ihr hier auf dieses R klickt, kriegt ihr hier eine Liste angezeigt mit verschiedenen Sachen. Beef und Lamb, Ground Meat, Medium, Medium Rare, Medium Well, Rare und so weiter. Da würde er also dann bei Rare, also so wie ich jetzt meinen Dry Aged Steak zum Beispiel esse, würde er den Alarm auf 52 Grad setzen. Dann drückt er auf Start und dann ist automatisch der Alarm gesetzt auf eben 52 Grad. Finde ich eine ganz coole Geschichte. Ihr habt natürlich auch einen Graphen, der für beide Temperaturfühler den Temperaturverlauf anzeigt. Das Gerät zeichnet die Temperaturverläufe auch auf. Das heißt, ihr könnt also später schauen, wie hat sich das entwickelt, wie lange war die Plateauphase und so weiter und so fort. Finde ich alles sehr, sehr cool gemacht. So, und jetzt schauen wir mal, wie genau das ist. Ich lege das iPad mal hier hin. Die Temperatur als solches könnt ihr, glaube ich, gut ablesen. Ne? 23,6, 23,7. So, jetzt nehme ich die beiden Fühler und hänge die mal hier ins Wasser rein. Dann seht ihr direkt die Veränderung. Temperatur geht runter. Mal schauen, wie lange sie braucht. Und als Referenz nehmen wir jetzt eben hier das den Thermapen, halten den mal rein. So, wie ihr sehen könnt, das Wasser hat also 21 Grad. Ich habe jetzt beim Thermapen die Nachkommastellen ausgeschaltet, damit es einfach noch ein bisschen schneller ist. Und ihr seht hier 21,8 Grad auf der einen Probe und 21,9 auf der anderen. Also die liegen relativ eng beieinander, auf jeden Fall innerhalb von einem Grad. Das ist wunderbar. Und jetzt werde ich das Wasser mal heiß machen, also zum Kochen bringen. Und dann schauen wir mal, wie die Temperatur vom kochenden Wasser angezeigt wird, wie genau das Thermometer dann noch ist. So, während das Wasser jetzt gerade eben aufkocht, habe ich jetzt einfach die Fühler mal raus an die Luft gelegt. Ihr seht also, auf dem iPad zeigt er an 22,2, auf dem Thermapen 22 glatt, weil ich da die Nachkommastellen aus habe. Auf dem zweiten Fühler sind es knapp 23, jetzt ist auch gerade hier der Thermapen auf 23 gesprungen, also das ist wirklich sehr genau. Wasser kocht jetzt gerade fertig und jetzt probieren wir das Ganze mal im kochenden Wasser aus. Hier ist der Wasserkocher. Wasser sprudelt noch. Die Fühler da rein. So, und jetzt seht ihr hier, wie die Temperatur nach oben schießt. 86, 90. Thermapen zeigt 99 Grad an. 98, 99 und seht aufs iPad 98,2 und natürlich jetzt fallend, weil das Wasser sich jetzt wieder abkühlt, 97,9 und auf dem Thermapen auch gerade auf 97 gegangen. Finde ich richtig gut, finde ich richtig gut, macht Spaß und ihr könnt euch dann eben auf dem Chart euch anschauen, wie die Temperatur nach oben geschossen ist, wie sie geblieben ist. Hier wird es jetzt angezeigt, der Graph läuft quasi immer weiter. Ihr könnt das sehen. Richtig klasse. Finde ich gut. Ja, das ist das Unboxing zum iCelsius gewesen. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Also das ist ja wirklich sehr genau und durch diese WLAN-Funktion habt ihr wirklich permanent die Temperaturen auf eurem Schirm bzw. iPad, iPhone, da auch immer, wo ihr es abrufen wollt. Ihr könnt es, wie gesagt, im Freien benutzen. Wenn ihr mal keinen WLAN-Spot habt, dann macht sich das iCelsius quasi seinen eigenen Hotspot auf. Oder ihr bindet es zu Hause in eure Infrastruktur ein. Funktioniert beides hervorragend. Was soll ich sagen? Finde ich richtig klasse. Kostet, wie gesagt, 99 Euro. Habe ich bei Grillfürst bestellt. Und ich stelle euch den Link einfach mal unten ins Video rein. Werde das dann in den nächsten Videos mal probieren und auch mal schauen, wie es sich in der Praxis dann so verhält. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.